Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die XY-Box von AK außer Kontrolle. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. XY von AK außer Kontrolle. So sieht das Ganze aus. Wir werden das Ganze mal kurz hier betrachten bzw. uns die Sticker ansehen, bevor wir die Folie abnehmen. Und zwar haben wir einmal links unten einen FSK 16 Hinweis, wahrscheinlich auch wegen der DVD. Und dann haben wir hier rechts einmal eine Aufkleber limitierte Fanbox. Und zwar haben wir den Inhalt der Box aufgelistet: Album, Instrumentals, Bonus EP inklusive Instrumentals, DVD, das eine Interview, Brecheisen, Handschuhe und Poster und Sticker. Gut, nachdem wir das jetzt alles zur Kenntnis genommen haben, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. Sehr schön. Also, der Sticker ist ab. Und was hier auch gleich auffällt, das Ganze war hier nicht das Cover der Box, sondern ist ebenfalls ein Sticker. Die eigentliche Box sieht dann so aus zum Sticker, kommen wir dann noch beim restlichen Inhalt. Hier oben lesen wir einmal in so einer Glänzeschrift, in so einem Glanzaufdruck AK, beziehungsweise nein, hier lesen wir nur außer Kontrolle, ohne AK. Die zwei S in dem Fall sind wieder die zwei, also die zwei Zahlen 6 und 5 für Wedding 6-5. Dann haben wir hier einmal XY groß in der Mitte und hier unten dann nichts weiter zu sehen. Hier haben wir das Logo von AK außer Kontrolle. Auf der rechten Seite XY Records, Oberseite Logo von AK, linke Seite AK, XY und hier unten auch noch ein Berliner Bär. Und hier lesen wir dann auch noch außer Kontrolle Wedding Berlin. Auf der Rückseite, zusätzlich zu dem Sticker, den wir uns vorhin angesehen haben, haben wir dann auch nochmals die Infos zum Boxinhalt, nochmal das Logo und hier dann die Credits. So sieht das aus. Gut, nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben, schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal das Album an sich, also XY. Dann haben wir hier so ein Digi-Pack, beziehungsweise ein ganz spezielles Digi-Sleeve. In dem befindet sich die Bonus-EP, die Instrumentals und diese DVD, das eine Interview. Dann haben wir... Das hat sich irgendwie verfangen oder ist festgeklebt. So, einmal einen Druckverschlussbeutel mit einem Brecheisen darin. Dann noch einen Beutel mit Handschuhen. Zwei weitere Sticker, also insgesamt drei Sticker und ein riesiges Poster. Von innen die Box glattschwarz. Hier kommt dann auch nochmals XY Records zum Vorschein. Das ist ja das neue Label, nachdem AK außer Kontrolle ja EGJ verlassen hat. Hat er nun sein eigenes Label ins Leben gerufen. XY Records nennt sich dieses. So, dann machen wir mal die einzelnen Sachen aus der Folie. Wir starten natürlich wie immer mit den Tonträgern. Und zwar haben wir hier einmal die Bonus-EP, die natürlich hier eingeschweißt ist. Ist etwas schwieriger. So, aber jetzt. Jawohl. Und darüber hinaus haben wir dann natürlich auch noch das Album, welches ebenfalls in Folie eingeschweißt ist. Gut, auf der Seite will es irgendwie nicht so ganz. Aber jetzt. Sehr schön. Gut. Wie immer starten wir mit dem Album an sich. XY in diesem Fall. Es ist das dritte Album von AK außer Kontrolle. Also nach Panzerknacker und nach ASSN in den letzten Jahren ist dies nun das dritte Soloalbum von AK außer Kontrolle. Wir haben hier auf der Vorderseite den Interpreten sitzend und es sieht so aus, als wäre er hier irgendwie gerade in einem Verhör. Hier haben wir den Tisch mit den ganzen Indizien oder in diesem Fall ja Beweisen oder Tatwaffen vor ihm liegen, zu denen er wohl gerade befragt wird und aussagen soll. Wir haben hier das Brecheisen und auch eine Tüte mit den Handschuhen, also eben die beiden Boxinhalte
und hier dann noch Fotos von anderen Sachen, sieht man noch eine Pistole aus etc. Oben lesen wir wieder außer Kontrolle XY, das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Auf der Seite lesen wir ebenfalls Interpret plus Albumtitel und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir insgesamt 16 Tracks, 14 vollwertige Tracks und 2 Skits. Und zwar ist hier Nummer 6 und Nummer 16 Skits. Das sind so Polizei- bzw. so Fahndungskits, Credits und Barcode. Und dann sehen wir hier noch AK, zumindest den Rücken und hier einen Tesla X mit Flügeltüren. Kam ja auch schon in diversen Videos vor, dieses Auto. So, dann haben wir einmal das Booklet. Da schauen wir natürlich hinein. Das sieht aus wie Kameraaufnahmen. Also hier AK außer Kontrolle in so einer dunklen Seitengasse. Erinnert ein bisschen an den Videodreh von Bang Bang, die Gegend. Dann haben wir hier diese einzelnen Fotos, was hier gefunden wurde, also hier unter anderem Fingerabdrücke, Brecheisen und Handschuhe. Der Tesla X mit den aufgemachten Türen. Jawohl, die gesamte Crew, also hier AK außer Kontrolle. So sieht das aus. Weitere Fotos, hier werden gerade die Fingerabdrücke genommen, Handschellen liegen hier rum. Und dann haben wir hier noch AK mit Handschuhen, Bandana und Cap natürlich. So sieht das aus. Dann haben wir noch einen Hubschrauber, der wohl gerade auf der Suche ist und die Credits zum Album. Gut, XY Records zum Abschluss. Die CD in schwarz und dunkelgrau gehalten, sieht dann so aus und auch hier wieder alles in dieser Glänzeoptik, sieht echt heftig aus im Licht. Und das gefällt mir richtig gut, dass man die CD hier eingefärbt hat in schwarz. Auf sowas stehe ich enorm. Also nicht immer diese Standardoptik, sondern wirklich mal besonders eingefärbt. Gefällt mir gut. Und hier haben wir dann nochmals AK vermummt, wie man ihn kennt. Mit schicker Jacke von Stone Island. Alles dürfte wohl auch die vom Cover sein. Dann haben wir Bonusmaterial. Und zwar haben wir hier so ein Digipack mehr oder weniger, das auf zwei Seiten bedruckt ist. Und zwar haben wir einmal Panzertape Bonus EP und diese DVD, das eine Interview. Dieser DVD haben wir auch den 16 zu verdanken. Hier auf dem Cover sehen wir dann ebenfalls noch in der Mitte das Logo von AK. Jawohl. Dann schauen wir mal hinein. Und zwar haben wir hier drei so kleine, ja, drei Taschen. Und zwar haben wir hier einmal die Bonus EP, nämlich die Panzertape Bonus EP, ebenfalls eingefärbt, richtig schön gemacht. Und zwar haben wir hier, das ist echt unfassbar, also wir haben hier insgesamt 14 Tracks. Achso, sorry, nein, jetzt bin ich bei den Instrumentals, ich denke mir gerade, ich kenne die Tracks doch. Also die 14 Tracks sind natürlich die Instrumentals vom Album und hier, spannenderweise in der Mitte, haben wir dann die Tracks zur Bonus EP. Und zwar haben wir insgesamt dann nochmal 5 Tracks, beziehungsweise 3 Tracks und 2 Bonus-Beats. Und zwar sind das 3 Tracks von AK außer Kontrolle und Track Nummer 4 und Track Nummer 5 sind in dem Fall Instrumentals, einmal von The Greats und einmal von Sonus. Und die 3 Tracks, die hier auf der Bonus-EP sind, haben dann ebenfalls nochmal ein Instrumental dabei. Bedeutet, auf diesem Tonträger haben wir dann noch 3 Bonus-Tracks und 5 Instrumentals. Sehr schön. Und auf der linken Seite haben wir dann noch die DVD, das eine Interview. Schauen wir mal hinein. Und zwar ist diese DVD ebenfalls in schwarz gehalten. Sehr schön. Und hier in der Mitte haben wir dann auch noch, so sieht das aus, beziehungsweise ist das dann die DVD. Und links dann eben haben wir dann die Instrumentals. Also ich weiß nicht, ob das bei euch auch so angeordnet ist, weil, wie gesagt, eigentlich hätte ich jetzt daraus geschlossen, von der Beschriftung her, links die DVD, in der Mitte die Bonus-EP und rechts dann die Instrumentals, so wie sie hier auch beschriftet ist, aber kein Thema. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön gemacht, dass man das hier so gelöst hat. Abgesehen davon kann man das auch hier noch mehr oder weniger als Alternativcover so gestalten.
Und was mir richtig gut gefällt, ist, dass man die nicht einfach so in so reguläre Pappeln oder dicke Sleeves reingepackt hat, sondern man hat hier wirklich ein hochwertiges, ja, mehr oder weniger Digipack oder so ein Gatefold zum Aufklappen. Gefällt mir gut. Könnten sich andere auf jeden Fall ein Beispiel nehmen. Sehr schön. Dann haben wir mit dabei drei Sticker. Einmal diesen hier quadratisch, Cover-Sticker. Dann einmal diesen hier rechteckig, XY Records. Und diesen hier im Hochformat, ebenfalls das Cover plus eben hier oben noch die XY und außer Kontrolle Schriftzüge. Gut, ich werde das Ganze jetzt mal etwas beschleunigen, denn wir haben schon mittlerweile knapp 11 Minuten und wir haben noch einigen Inhalt vor uns. So, ganz kurz zu diesen Beuteln, das sind nicht einfach irgendwelche 0815 Druckverschlussbeutel, sondern wir haben es hier zu tun mit Wiederverschlussbeuteln, und zwar sehen die so ähnlich aus wie auch von der Spurensicherung bei der Polizei. Und zwar lesen wir hier: Bei Lagerung noch feuchter Spuren muss diese Seite nach unten zeigen. Okay, also so sieht das aus. Bedeutet, das Ganze ist hier oben eben entsprechend dann ausgekleidet auf der anderen Seite. So dass, wenn jetzt irgendwas noch frisch sein sollte, dass das nicht verwischt oder irgendwie da abdrückt. Deswegen nach unten zeigen, diese Seite. So, Datum, Uhrzeit, TGB-Nummer, ASS-Nummer, SDA-Dienststelle. Okay, also es sieht wirklich aus wie so eine Folie oder wie so ein Druckverschlussbeutel von der Spurensicherung. Sehr schön gemacht, also nette Detailarbeit hier. Zweimal dieser Beutel mit dabei. Dann haben wir Handschuhe, und zwar Flexfit-Handschuhe mit Logo. So sehen die aus, also hier Logo-Handschuhe, AK außer Kontrolle. Da hat man auf jeden Fall einen guten Griff und sie riechen auch ja, ziemlich intensiv. So, wir werden das Ganze mal kurz anprobieren. Und wer die letzten Boxen von AK außer Kontrolle ebenfalls hat oder zumindest weiß, was da drin ist, der weiß, dass man jetzt mittlerweile eine ziemlich komplette Ausstattung hat. Und zwar gab es ja in der ersten Box damals bei Panzerknacker, so sieht das dann aus, passen recht gut. Flexfit werden wohl den meisten Leuten passen. Kann man auf jeden Fall anziehen im Winter oder wenn es mal draußen kälter ist. Schöne Sache. Und zwar hat man mit dieser Box und den anderen Boxen eine komplette Ausstattung, denn es war ja schon so eine Taschenlampe, Glasbrecher und so weiter drinnen, und dann jetzt hat man hier auch noch ein Brecheisen, also das ist echt heftig, hier komplett aus Metall, und man hat das Ganze hier dann auch noch gebrandet, und zwar haben wir hier so ein XY reingestanzt und hier ebenfalls das Ganze dann auch hier mit so einem Band umwickelt, das heißt, man kann das Ganze dann irgendwo anhängen beziehungsweise hier auch besser zum Greifen, damit man ein bisschen Griff hat und es nicht so abrutschen kann. Ist auf jeden Fall massiv. Damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Gut, und zusätzlich zu diesem, ich nenne es jetzt mal, ja, Einbrecher-Equipment, haben wir dann noch ein Poster. Dieses ist relativ groß. Ich habe jetzt nur irgendwie die Befürchtung, dass wenn ich das hier aufklappe, ah ja, jetzt geht's, nicht, dass die Farbe noch irgendwie feucht wäre und ich das jetzt irgendwie aufreiße. Also wir haben hier einmal ein Poster, es dürfte A1 sein, und zwar haben wir hier AK abgebildet mit Kappe, Bandana, also ein sehr düsteres Poster im Hochformat, wieder mit der schwarzen Jacke, so sieht das aus. Und links gibt es dann noch einmal das Logo von AK außer Kontrolle in Weiß. Und auf der Rückseite haben wir dann nochmal die versammelte Mannschaft vor dem Tesla stehen. So sieht das aus, also die fünf Herrschaften hier vor dem Tesla. Und rechts unten dann auch nochmal das Logo von AK außer Kontrolle. Gut, also Poster in A1, beidseitig bedruckt, einmal im Hochformat, einmal im Querformat, je nachdem, welche Seite ihr bevorzugt. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster im Hoch- bzw. Querformat, doppelseitig bedruckt. Diese beiden Druckverschlussbeutel, wie gesagt, Spurensicherungsoptik. Dann hier das Brecheisen mit XY Branding, die Handschuhe in Schwarz Flexfit mit Logoaufdruck,
die drei Sticker, einmal dieser im Hochformat, einmal hier im Querformat und einmal der Cover-Sticker quadratisch. Dann dieses Bonus-Digipack hier mit Bonus-EP, Instrumentals und DVD, das eine Interview und natürlich das Album an sich im Standard-Jewel-Case. Jede Menge Inhalt. Das alles in dieser wunderbaren Box XY von AK außer Kontrolle. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr AK außer Kontrolle unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.